Okay, ist ein ETF also das Allheilmittel? Jetzt haben wir die Risiken alle dargestellt, aber die Vorteile klingen halt trotzdem extrem gut. Hohe Diversifikation, Marktrendite und hohe Liquidität, alles super Vorteile. Da bin ich bereit, das geringe Risiko, dass der Kurspfleger ausfällt, einzugehen. Ja, definitiv ist es ein gutes Anlagemittel, aber ein Allheilmittel würde ich jetzt nicht sagen. Davon würde ich mich distanzieren wollen, denn die Indizes unterliegen hohen Kursschwankungen. 2008 ist der DAX auf über 80% in den Keller gerutscht. Das heißt, dein Anlagekapital ist ebenfalls wäre dann ebenfalls um 50% in den Keller gerutscht. 10.000 Euro wären nur 5.000 Euro wert gewesen. Und natürlich, die meisten sagen, ich bin extrem risikotolerant, das macht mir nichts aus, ich weiß ja, der Markt kommt wieder und sowas. Aber bei vielen zeigt sich halt, dass, obwohl sie das denken, es nicht zwangsweise der Fall ist. Wenn du noch keine Erfahrung damit gemacht hast, wenn du noch nicht erfahren hast, was es heißt, dass dein Kapital auf einmal nur auf die Hälfte wert ist, dann kannst du da relativ schwierig was zu sagen, wie du dich verhältst, sollte das der Fall sein. Und hier machen dann viele einen extrem großen Fehler, sie verkaufen ihre Anteile. Und wenn du deine Anteile bei 50% verkaufst und dann nicht den optimalen Einstiegspunkt findest, und in der Regel ist es unmöglich, diesen optimalen Einstiegspunkt zu finden, weil es nicht möglich ist, den Markt vorherzusagen, und dann nach einer 20-prozentigen Kurserholung oder sowas wieder einsteigst, hast du eine Negativrendite erzielt, die du erst über Jahre hinweg wieder aufholen musst. Das heißt, diese hohen Kursschwankungen sind ein relativ starker Negativpunkt zu den ETF. Fonds, weil sie dazu verleiten, Fehlentscheidungen zu treffen. Was halt ein Fonds jetzt zum Beispiel nicht macht, solltest du jetzt deine Fondsanteile verkaufen, wird ein guter Fonds dich darauf hinweisen, dass du das vielleicht nochmal, oder dein Anlageberater dich dann darauf hinweisen, dass du es vielleicht nochmal halten solltest und es nicht sofort verkaufen solltest, um teilweise auch den Anleger vor sich selbst zu schützen. Hier stellt sich natürlich dann die Frage, wie ist das Risiko-Rendite-Verhältnis? Ein Fonds zeigt häufig eine schlechtere Rendite als der Markt. Dafür hast du weniger Schwankungen. Also es ist nicht nur wichtig, wie das Anlageprodukt in einem Bullenmarkt, also in aufsteigenden Märkten, in einem aufsteigenden Marktumfeld sich verhält, sondern auch, wie er sich in einem Bärenmarkt verhält und wie du dich in diesen beiden Marktumfeldern verhältst. Die hohe Rendite des ETFs, also die Marktrendite, kaufst du halt mit dem Risiko der Kursschwankungen ein. Solltest du irgendwelche Zweifel daran haben, dass du das nicht aushältst, wenn dein Geld nur 50% wert ist oder ähnliches, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass du nicht nur in ETFs investiert sein solltest. Hier gibt es dann die Alternative, dass man das Beste aus beiden Welten nimmt. Also nimmst nicht nur den ETF zu 100% in dein Portfolio rein, sondern du streust auch den ein oder anderen Fonds rein, aktiv verwalteten Fonds rein, der sich als sehr krisensicher, der schon lange besteht, der sich als sehr krisensicher erwiesen hat, der halt jetzt zum Beispiel bei großen Marktabstürzen eine neutrale Rendite erzielt hat, also ein Wachstum von 0%, wo der Markt allerdings um 40, 50% abgesackt ist. Einfach gute, krisensichere Fonds, natürlich dann auch die Wogen der Marktschwankungen ein bisschen ausglätten können. Du könntest also die Marktrendite der ETF-Fonds nehmen zu einem Teil deines Portfolios und nutzt allerdings die geringere Schwankung, die geringere Volatilität von klassischen Fonds. Hast also somit beides. Okay, kommen wir zum Fazit. Ein etwas längeres Video. ETF-Fonds oder ETFs sind eine super Möglichkeit, um bereits mit geringen Anlagesummen eine hohe Diversifikation zu ermöglichen. Gleichzeitig gibt es allerdings einige Risiken, die nicht zu unterschätzen sind. Vor allem musst du dir die Frage stellen, ob du wirklich dazu bereit bist, deine Anteile zu halten, sollte der Markt ins Bodenlose fallen und nicht nervös werden, zu verkaufen, versuchen, den Markt abzutimen oder sonstige irrationale Entscheidungen zu treffen. Denn die Erfahrung lehrt einfach, dass in einem solchen Umfeld die gut gemeinten Vorsätze nicht mehr sonderlich viel zählen. Das heißt, ETF ja, aber nur zu einem Teil des Portfolios. Fonds
Ja, zu einem Teil des Portfolios. Nur Fonds wären ebenfalls sehr teuer und würde wahrscheinlich keinen großen Mehrwert bieten zu ETFs. Dementsprechend ist hier ein bisschen abzuwiegen, wie risikotolerant du bist und welche Vorteile und welche Nachteile du bereit bist einzugehen. Gut, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Solltest du irgendwelche Fragen haben, sollte dir irgendetwas nicht klar genug geworden sein, kannst du gerne einen Kommentar schreiben, da antworte ich drauf. Und solltest du dich noch nähergehend mit dem Thema beschäftigen, haben wir einen sehr langen oder einen sehr detaillierten Blogartikel, den du über die Infocard erreichen kannst. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und viel Erfolg beim Investieren.